Der Jahresbeginn ist die ideale Zeit, um mit der Aussaat von Chilis und Paprikas anzufangen. Die Keimdauer kann je nach Standort und Frische der Samen stark variieren. Ein Zeitraum von 2 bis 3 Wochen ist normal, aber auch 1 bis 2 Monate sind keine Seltenheit. Um die Keimdauer zu verkürzen, wird oft empfohlen, die Samen direkt vor der Aussaat für 12 bis 24 Stunden in lauwarmes Wasser zu legen. Als Substrat benutze ich eine Mischung aus Anzucht- oder Kräutererde, ungedüngter Kokoserde und ein bisschen Sand. Eine feste Regel für das Mischverhältnis gibt es dabei nicht. Der Sand lockert die Erde auf, während die Kokosfasern ein hervorragender Wasserspeicher sind. Die verschiedenen Substrate werden gut vermischt und anschließend in kleine Anzuchtbehälter verteilt. Gelegentliches Durchschütteln der Behälter sorgt dafür, dass sich die Erde etwas setzt, was das gleichmäßige Befüllen der einzelnen Anzuchttöpfe erleichtert. Bevor man mit der Aussaat beginnt, ist es sinnvoll, Streifen aus Kunststoff oder Holz zu beschriften, damit man die Pflanzen später zuordnen kann. Dafür empfiehlt sich ein wasserfester Marker. Auch Bleistift kann verwendet werden, da dieser durch Sonneneinstrahlung nicht verblasst. Nach dem Befüllen helfen kleine Vertiefungen in der Erde, die Samen in der richtigen Tiefe zu platzieren. Ich verwende dafür eine Pinzette. Die Samen werden jetzt einzeln auf die Löcher verteilt. Durch vorsichtiges Verschließen der Löcher werden die Samen mit Erde bedeckt.
Jetzt muss alles angegossen werden. Es ist sinnvoll, zuerst nur sehr vorsichtig und mit wenig Wasser das Substrat anzufeuchten. Da sich die Erde dabei etwas absetzt und verfestigt, verhindert man, dass die Samen an die Oberfläche gespült werden. Wie man sehen kann, ist das Dosieren mit einer Gießkanne eher umständlich. Eine Sprühflasche ist eine gute Alternative, um die Erde anzufeuchten. Direkt danach kann mit einer größeren Wassermenge angegossen werden. Eine Abdeckung sorgt für ein ideales, feuchtes Klima. Das Anzuchthäuschen sollte jetzt an einem warmen Platz aufgestellt werden. Sobald die ersten Pflanzen keimen, ist eine gute Beleuchtung wichtig. Ein Platz an der Fensterbank ist hier ideal.